Erfolg ist für mich? Das ist eine gute Frage, wenn man seine Jugendträume auch, denke ich, verwirklichen kann. Ich glaube, jeder von uns hat so als Kind schon Ideen, was man im Leben erreichen möchte. Und wenn man diesen Zielen, diesen Träumen treu bleiben kann und tatsächlich es schafft, diese Träume zu verwirklichen, dann glaube ich, dass das auch mit Erfolg gleichzusetzen ist. Wo holst du dir deine tägliche Motivation? Von meiner Familie und von meinen Kollegen. Gehören Niederlagen und Fehler zum Erfolg? Aber natürlich. Mit jeder Niederlage oder mit jedem Fehler lernt man daraus und wird natürlich dann erfolgreicher. Einfach die Praxis macht das Leben. Um erfolgreich zu sein, sollte man? Sollte man authentisch sein, menschlich sein, sich in sein Gegenüber gut reinversetzen können. Für mich zählt das einfach am meisten. Wo fängt Selbstvertrauen für dich an? An die eigenen Fähigkeiten zu glauben und dies ja immer wieder zu optimieren und zu hinterfragen. Wie wichtig ist die Wertschätzung untereinander? Sehr wichtig. Ohne Wertschätzung funktioniert keine Familie, kein Betrieb, kein Unternehmen. Ist Erfolg ohne Rückhalt vom Team möglich? Nein. Also ich bin ein Teamplayer und ich sage immer, es muss allen gut gehen. Und es ist ein Geben und Nehmen. Ja? Also für mich ist das ganz wichtig auch. Wer ist der Lieblingsspringer aller Zeiten? Genau überlegen. Aller Zeiten auf jeden Fall der Goldberger Andi. Der macht viel für Nachwuchs und ist total authentisch, so wie er rüberkommt.